Hallo Freunde und willkommen zurück zu Rift. Wir stehen noch immer am Eisenkieferngipfel, unschwer zu erkennen an diesen kalten Temperaturen, an diesem Schneefall, der hier herrscht. Fast so, als hätte sich nichts geändert. Dabei hat sich in den letzten Tagen hier bei Rift eine ganze Menge geändert. Zum Beispiel wurde der Surfer, auf dem ich gespielt habe, zusammengelegt mit einem anderen Surfer. Das heißt, aus Brutmutter, das war der Surfer, wo ich war, wurde Brutwacht. Ja, und da bin ich jetzt. Und dann wollte ich mich einloggen und dann kam doch die nette Meldung, ich muss mir einen neuen Charakternamen ausdenken, da auf diesem Surfer schon jemand rumläuft mit meinem Namen. Finde ich so ein bisschen eine Frechheit, weil ich es war, der seit Anfang an Rift gespielt habe. Warum muss ich mir dann einen neuen Namen ausdenken? Möglicherweise spielt der andere noch länger Rift, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich die A-Karte ziehen und mir einen neuen Namen ausdenken. Und das ist jetzt dieser wunderschöne Name geworden, Astrali. Was Besseres ist mir nicht eingefallen, denn alles, was gut war, war natürlich schon vergeben. Das ist auch immer sehr ärgerlich. Da haben es andere Spieler besser gemacht, die Vor- und Zunamen gewählt. Wo man Vor- und Zunamen wählen kann, da ist nämlich die Möglichkeit, dass man einen gescheiten Namen bekommt, noch wesentlich höher. Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. Das ist jetzt sowieso erstmal die letzte Folge Rift. Danach begebe ich mich in eine längere Pause. Eigentlich hatte ich geplant, mit Rift gar nicht mehr weiterzumachen. Jetzt habe ich so viele Zuschriften bekommen, dass Rift eigentlich so geil ist, dass ihr das weitersehen wollt. Und ich denke, wir werden das weitermachen, wenn dann die Erweiterung draußen ist, wenn ich Level 48 bin. Und dann schauen wir mal, dann werde ich wahrscheinlich diese Pause wieder beenden. Also ich werde offscreen ein bisschen spielen, um ein bisschen höher zu werden im Level, damit ich euch wieder was zeigen kann. Momentan ist es halt so, da gurken wir hier rum von einer Quest zur anderen. So richtig aufregend ist es nicht und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum ich mal in eine Pause gehen möchte. So, was machen wir heute in der letzten Folge? Ich habe hier eine interessante Quest entdeckt. Kühlen Kopf bewahren. Das Sommerfest. Der Sommer ist hier und alle Telaraner nehmen sich einen wohlverdienten Urlaub vom Schlachtgetümmel. Gutes Wetter, gutes Essen und hervorragende Angelmöglichkeiten, wie es sich für einen guten Sommer gehört. Ja, davon merken wir hier im Eisenkieferngipfel eher wenig. Da steht leider auch nicht, wo das Sommerfest ist, aber ich gehe mal einfach davon aus, dass es in der Hauptstadt ist. So, jetzt können wir mal auf der Karte schauen. Wo ist denn das nächste Portal? Beziehungsweise Porticulum heißt es ja hier. Das wäre hier vorne. Aber wir können das natürlich auch ein bisschen abkürzen und unseren brevanischen Portalgenerator beschwören. So, und dann gehen wir mal zum Sanktum. Das ist nämlich die Hauptstadt hier von uns. Ich gehe mal davon aus, dass da irgendwo das Sommerfest beginnt oder zumindest eine Möglichkeit gibt, dort oder es dort zumindest eine Möglichkeit gibt, hinzuporten. Wir werden es sehen. Wenn er dann irgendwann mal geladen hat. Übrigens gibt es noch eine neue Neuigkeit. Man kann Rift jetzt nicht mehr einfach so starten. Jetzt gibt es ein nettes Programm namens Klüv. Man muss jetzt Klüv installieren. Das ist sowas wie Steam oder auch Uplay. Das gibt es jetzt auch von Dryon Worlds. Finde ich ganz, ganz großes Kino. Also, naja, das war jetzt ironisch gemeint. Ich finde es eigentlich eher blöde. Aber gut, ich kann es mir nicht auswählen. So, warte mal. Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder einen Ausgang finden. Und hier ruckelt es auch ein bisschen, was natürlich daran liegt, dass hier jede Menge Spieler unterwegs sind. Jetzt sowieso, da die Surfer zusammengeführt wurden. Aber auch die Uhrzeit, in der ich gerade spiele, ist vielleicht nicht zu verachten. Denn es ist Samstagmittag. So, da sehe ich jetzt gar nichts vom Sommerfest. Zumindest sieht es so aus wie sonst auch immer. Ist so ein bisschen schade, warum wird uns nicht erklärt, oder? Es wird auf der Karte angezeigt. Aber ich sehe da jetzt eigentlich gar nichts. Außer da hinten diese Quest, die aktiv ist momentan noch. Das ist die Quest in dem Eisenkieferngipfel. Sehr schade eigentlich. So, warte mal, vielleicht steht da doch noch was. Wir haben es einfach nur nicht gesehen. Kühlen Kopf bewahren, der Sommer ist hier, bla bla bla. Relaxt und genießt das schöne Wetter. Versucht euch an unserer Schnitzeljagd, aber denkt daran, immer Insektenschutz aufzutragen. Vielleicht wäre es ganz nett, wenn ihr mal sagen würdet, wo es da hingeht. Oder wie man da hinkommt. Wir können ja mal gerade schauen. Heilerin, da gehe ich auch gerade nochmal vorbei. Meint ihr, die Vigilie wird uns leiden. Ja, die war schon gesund, also meine Seele ist schon gesund. Da gab es nichts zum Heilen. Was ist das da vorne hier? Guck mal, das ist so ein Gebäude. Das habe ich noch nie gesehen, dass da so eine Leuchtspur rausragt. Cool. So, die Frage ist jetzt aber wirklich, wie kommen wir denn zu dem Sommerfest? Ich finde es ein bisschen blöde, dass so Spieler wie ich da nicht mehr an die Hand genommen werden. Man könnte doch mal dazu schreiben, begebt euch da dahin, um das Sommerfest zu genießen. Aber nein. Dieser Satz wäre wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen oder zu viel verlangt, wie auch immer, ich weiß es nicht. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich wieder anschreiben, dutzendfach. Außer
Peter. Ihr seht wie ein Corgi-Liebhaber aus. Oder ist das das Sommerfest? Was geht denn hier ab? Wenn euch die Hundeschau gefallen hat, solltet ihr an der Ponyshow. Was? Das konnte ich nicht mal lesen. Wir sind doch beim Sommerfest. Warte mal, ich brauche da mal einen Überblick jetzt hier. Ich werde hier voll gelabert von den Leuten. So, naja, allzu groß ist es nicht, aber da gibt es auf jeden Fall jede Menge Quests. Ich werde mal gerade schauen, was wir da haben hier. So, Sheila Sternfeuer. Die kleine Schnitzeljagd, Teil 1. Das Sommerfest ist hier, wir sind goldrichtig, Leute. Cool. Das Sommerfest ist hier, Nee, ich sag nichts mehr, ich reg mich darüber nicht mehr auf. Dies ist meine liebste Jahreszeit. Warme, sonnige Tage und kühle Sommerbrisen. Es gibt nichts Schöneres. Für dieses Sommerfest haben wir eine Schnitzeljagd geplant. Falls ihr daran teilnehmen möchtet, findet den meisterlichen Aufgabensteller in den sicheren Gegnern Telleras und helft ihnen. Wenn ihr alle Aufgaben gelöst habt, kommt zu mir zurück und ihr werdet einen Preis erhalten. Holy crap, das ist eine lange Quest. Wobei das ja sogar nur die kleine Schnitzeljagd ist. Es gibt noch eine große. Ich nehme sie jetzt einfach mal an. Das ist ja egal. Jetzt bekommen wir hier automatisch auch die große Schnitzeljagd. Und was müssen wir da machen? Im Prinzip dasselbe in grün. Nur zu anderen Orten reisen. Unser Glaube. So, warte mal. Jetzt machen wir das mal folgendes hier. Ich werde jetzt mal diese Quest hier ausblenden. Damit wir ein bisschen mehr Überblick haben. So, und dann haben die hier noch so kleine Quests, weil die großen Quests, die werden wir heute sowieso nicht mehr schaffen. Seid ihr bereit? Sandwiches für alle. Mir geht hier das Essen für all die Gäste des Sommerfests aus. Wenn ihr eure Fertigkeiten als Überlebenskünstler dazu benutzen könntet, Sonnenfisch-Sandwich zu machen, wäre das großartig. Ich kann euch mein Rezept leihen, aber bitte gebt es mir zurück, sobald ihr fertig seid. Bitte stellt so schnell, wie ihr nur könnt, Sonnenfisch-Sandwiches her. Danke. Stellt Sonnenfisch-Sandwichs her, damit die anderen Sommerfestgäste etwas zum Essen haben. So. Wir haben auch ein Rezept bekommen. Wir mal gerade schauen, wo es denn liegt. Boah, das Inventar schon wieder total vollgemüllt. Die Frage ist natürlich, wo habe ich das Rezept hin? Liegt es hier in meinem Inventar oder habe ich das irgendwie eingelesen? Ich habe hier mit Craften, das wollte ich hier ohnehin nochmal zeigen, schon lange nichts mehr zu tun gehabt. Aber ich glaube, da es hier nicht liegt, muss es wohl hier irgendwo im Inventar sein. So. Warte mal, wie geht das hier auf einmal weg? Hier geht's nicht. C auch nicht. So, mit B geht's. Bay für Bags. Ich drücke mal auf E für Inventar. Wahrscheinlich, weil ich zu lange Everquest gespielt habe oder so. Keine Ahnung. Die haben ja auf jeden Fall noch wesentlich mehr Quests. Aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, diese Musik hört sich so ein bisschen düster an, was man hier im Hintergrund hört. Na, jetzt kommt wenigstens ein bisschen Gitarrenspiel hier, aber für ein Sommerfest stelle ich mir eigentlich andere Musik vor. Aber okay. Köderherstellung. Könnt ihr für mich Sommer-Sonnenfischköder herstellen, damit ich eine bessere Chance habe, Sommer-Sonnenfische zu fangen? Sie lieben den Geschmack dieser Pflanzen. Viel Glück. Ja, ja, komm, wir nehmen das mal an. Und dann schauen wir gerade mal, das ist hier die große Frage, wie man das herstellt. Wenn ihr eure Fertigkeiten als Überlebenskünstler dazu benutzen könntet, Sonnenfisch-Sandwich zu machen, wäre das großartig. Ja, ich weiß, das sind wieder die Sandwichs. Ich kann euch mein Rezept leihen, aber bitte gebt es mir zurück, sobald ihr fertig seid. Und er spielt hier schöne Musik. Nee, aber wie gesagt, ich hätte mir für ein Sommerfest eine etwas schönere Melodie gewünscht. Aber gut, es ist so, wie es ist. Da oben ist noch etwas Interessantes. Da gehe ich jetzt nochmal hin. Und dann möchte ich mit euch in den Silberwald, weil ich da damals gecraftet habe. War mir eine Freude. Da seid ihr ja. Ich habe euch überall gesucht. In der Stadt erzählt man sich überall von einer neuen Entdeckung in Mondschattenbergen. Was? Boing Gamult hat mich gebeten, euch zu ihm zu schicken. Das ist ja so aufregend. Ja, super. Wir bauen es wieder auf. Wir bauen es wieder auf. Jawohl, das haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, ich bin hier so ein bisschen verplant gerade, weil ich mir überlege, was ich denn als erstes anfangen werde. Aber ich glaube, ich werde jetzt wirklich mal zum
Wald gehen, zum Silberwald. Da will ich mal gerade was schauen. Da wollten wir noch ein bisschen craften, beziehungsweise zum Craften fehlen mir eigentlich die Rohstoffe. Das Craften hier bei Rift ist relativ einfach, zumindest wenn man die Rohstoffe hat. So, da ist das Porticulum. Warte mal. Ich grüße euch. Ich will jetzt eigentlich nichts binden, ich will nur reisen. Ach, da kriegen wir sogar die Ziele angezeigt von der Schnitzeljagd. Ja, das ist ganz cool. Hätten wir mehr Zeit, könnten wir es jetzt absuchen. Aber ich fürchte, das wird heute nichts mehr. Ich will zum Silberwald. Ach, das ist hier genau auf der halben Strecke, ne? Das ist ja ein bisschen doof. Ich weiß, da hinten ist jetzt auch noch ein Häkchen. Das ist hier die Quest, die wir auch eben gerade angenommen haben. Ja, hier. Das ist auf halber Strecke. Wenn ich da jetzt hinporte, dann ist es genau so weit, wenn wir da hinlaufen würden, wie von hier aus. Ach, das ist doof. Ich porte trotzdem jetzt zum Silberwald. Ich will mal gerade gucken beim Ausbilder. Das müssen wir jetzt hier live on stage machen. Ich habe mich hier nicht vorbereitet. Ich wollte mich erst vorbereiten, aber gut, habe ich mir gedacht, wir machen das alles zusammen. Ich schau mal mit euch gemeinsam. So, was haben wir hier? Ein Magier-Ausbilder. Da waren wir auch schon lange nicht mehr, ne? Ich grüße euch. Neue Rolle erwerben, meine Seelen zurücksetzen. Kann man nicht mehr viel machen, denn man kann jetzt mittlerweile bei Rift alles ohne Ausbilder machen. Man braucht im Prinzip gar nicht mehr zum Ausbilder, es sei denn, man möchte halt die Seelen zurücksetzen, eine neue Seele anlegen und so weiter. Aber diese Punkte selbst kann man auch so vergeben. So, warte mal, wie war denn das jetzt hier? Hallo. Sofort Abenteuer. Es scheint, als ob uns da draußen jeden Tag neue Gefahren erwarten und diese auch an Größe und Ausmaß zunehmen. Eine Anzahl massiver Bedrohungen sind in ganz Dalara ausgebrochen. Ja, ich glaube, heute ist irgendwie die Tag der Quests hier oder so. Alles Gute. Aber eigentlich wollte ich nur eine ruhige letzte Folge machen. Das Sommerfest hat mich jetzt so ein bisschen enttäuscht. Ich meine, da gibt es so, gibt's natürlich ein paar schöne Aufgaben. Aber ich dachte, das ist optisch vielleicht ein bisschen schöner, wie das, was wir da gesehen haben. Wir sind auch hier gerade im Silberwald angekommen. Und irgendwo hier im Silberwald, da gibt es auch was zum Craften. Ich suche das gerade mal. Silberfeld müssen wir. Genau, wir müssen nämlich hoch. Und da oben sind die Ausbilder. Das heißt, wir gehen nochmal zurück, beziehungsweise komm, wir gehen nochmal aufs Pferd, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und dann schauen wir da auch nochmal rein. So, einfach mal diesen Weg hier weiter folgen. Da müssten wir nämlich irgendwann zu den Ausbildern kommen. Ich glaube, da vorne sind sie auch schon, genau. Warte mal, das war doch hier irgendwo. Hier irgendwo habe ich doch meine Lehre begonnen. Ausstatter, logisch, das habe ich doch gemacht. Das habe ich doch damals mal gelernt. Wir haben das ja damals mal... Guck mal, wer ist denn der Hottie? Ach, das ist hier diese Fledermaus. Nee, eine Eule. Eine teuflische Eule. Okay. Hier haben wir damals die Ausbildung gemacht. Was wünscht ihr? Ich möchte gerne etwas kaufen, ich möchte Folgendes lernen. Was kann ich denn lernen? Nichts aktuell. Ich möchte gerne eine Fertigkeit verlernen. Nee, will ich jetzt auch nicht. So, das ist ein Webstuhl. Den brauchen wir natürlich, wenn wir unsere Ausbildung weitermachen wollen. Das klicken wir einfach mal an. Und jetzt haben wir hier, wie woanders auch in anderen Spielen, verschiedene Rezepte aus verschiedenen Materialien. Da sind wir damals stehen geblieben, weil ich auch keine Rohstoffe mehr hatte. Das geht uns heute noch ganz genauso. Wenn ihr nämlich jetzt mal seht, wir brauchen hier diesen Jute-Stoff. Den Jute-Stoff brauchen wir hier, um weiterzumachen. Grober Faden auch. Grober Faden kann man, glaube ich, hier beim Händler kaufen. Und Jute, die findest du normalerweise. Also wenn ihr Rift spielt, dann kann ich euch nur empfehlen, auch gleich immer die Ausbildung hier als Crafter zu machen. Denn in der Regel ist es so, dass ihr in dem Gebiet, wo ihr questen müsst, auch genau den Rohstoff findet, den ihr braucht, wenn ihr im Level ungefähr auf einer Höhe seid mit dem Crafting-Level. Bei mir ist immer so das Problem, ich glaube, es gibt kein Spiel auf dieser Welt, wo ich beim Craften den maximalen Level erreicht habe. Irgendwie geht es einfach nicht so an mich. Wohingegen ich schon bei vielen Spielen das maximale Level im normalen Spiel erreicht habe, also im Adventure-Level, beziehungsweise im Kampf-Level oder wie auch immer man sagen möchte. Also hier craftet man ganz einfach. Du brauchst im Prinzip nur die Rohstoffe und dann klickst du das an und stellst das selbstständig her. Mit dem Herstellen verbesserst du dich, bekommst hier weitere Rezepte und so weiter und so fort. So viel also zum Craften.
So, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben ja hier die Quest bekommen. Wir sollen Sonnenfisch-Sandwiches herstellen. Ein Webstuhl ist dafür wahrscheinlich eher ungeeignet, würde ich sagen. Eine Werkbank auch. Aber ich gehe mal vielleicht fast davon aus, dass da sogar beim Sanktum, dass es da beim Sanktum was gegeben hätte, wo wir hätten das machen können. Denn es ist ja normalerweise nicht unser Fachgebiet, irgendwelche Sandwiches herzustellen. So, auf jeden Fall, hier haben wir noch ganze Menge andere Ausbilder, Waffenschmied und so weiter, Rüstungsschmied. Ich habe mich damals eben für den Ausstatter entschieden, da ich dachte, ich kann mir dann selber meine eigene Stoffrüstung machen. Was ich dann logischerweise nie gemacht habe, weil ich ja dann immer was anderes gemacht habe in der Folge. Ich würde aber fast nochmal vorschlagen, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd ist, dass wir nochmal zurückgehen zum Sanktum. Und da will ich mal schauen, ob da die passende Werkbank für uns ist. Müsste ja rein theoretisch irgendwas so Küchenmäßiges sein, um da irgendwelche Sandwiches zu machen. Oder wollen wir nochmal... Warte mal, komm, wir gucken nochmal auf die Karte hier. Müssen wir noch irgendwas machen zum Abschluss? Da vorne. Schließt die Silberwald-Herausforderung ab, die kleine Schnitzeljagd. So. Schließt die Freimarkt-Herausforderung ab. Och, so eine geile Quest. So eine geile Quest. So eine geile Quest. Das würde ich so gerne machen. Aber die 2 Wochen Rift sind ja schon wieder rum. Die sind ja schon wieder rum. Ich laufe da jetzt einfach quer durch. Ja, und da sehe ich schon den ersten großen Felsen, den ersten Berg. Da kommen wir natürlich nicht vorbei. Müssen wir außen rumlaufen. Ist mir egal, wir machen das jetzt einfach mal. Die 2 Wochen Rift sind rum, wollte ich sagen. Und danach kommt nicht nur 6 Wochen Pause, sondern vermutlich länger. Aber das ist egal. Ich werde offscreen hin und wieder spielen, sodass ich dann irgendwann Level 48 bin. Und dann können wir wieder einsteigen, wenn die neue Erweiterung draußen ist. Ich weiß gar nicht genau, wann sie rauskommen soll. Aber ich denke mal einfach demnächst. Aber hat ja auch nichts damit zu tun, denn ich muss ja erstmal Level 48 werden, um überhaupt weiterspielen zu können. Das ist übrigens vielleicht auch nochmal was Privates. Rift ist dazu ganz passend. Das ist ja hier der Account von meiner Ex-Frau. Ich habe euch erzählt, wir haben damals, oder wir haben damals am 1. Dezember war das, habe ich mich getrennt nach einem ja relativ kurzen Gespräch. Das ist der Account von meiner Ex-Frau. Die spielt das nicht mehr, also von daher ist kein Problem. Aber es wäre natürlich schön, wenn ich das irgendwie schaffen würde, mir einen neuen Charakter zu basteln. Aber ich glaube, wenn ich den 48 Level hochleveln sollte, gar nicht mal so einfach. Ach, guck mal hier, wir sind am Ziel. Und da sind auch andere Spieler. So, hallo Mädel. Wenn ihr nach Ködern sucht, müsst ihr schon woanders schauen. Das hier gehört alles mir. Oh, die Schnitzeljagd. Ich bin in dieser Gegend euer Ansprechpartner. Wenn ihr hier im Silberwald erfolgreich sein wollt, müsst ihr Hylas finden und ihn umarmen. Wo er ist, wollt ihr wissen. Ich habe ein kleines Lied über ihn. Sucht Hylas beim bösen Brigant. Nege kidnappten Leuten. Wenn genügend Leute ihn Anhänger. Liebevoll umarmen. Was redet er da als? Twillys Anhänger ist er. Sein Schädel erfüllt mit grünem Licht, so träumt er im Feenland. Findet Hylas im Silberwald und umarmt ihn. So, mal schauen, ob wir das angezeigt bekommen. Nö, irgendwie nicht, ne? Irgendwo im Silberwald soll dieser Hylas sein. Na super. Ich glaube, für diese Quest würden wir einige Folgen brauchen. So, und mir schläft schon wieder die Hand ein. Ich weiß auch nicht, warum. So. Ja, ich laufe hier schon wieder im Kreis rum, ne? Weil ich hier denke, ich finde diesen Hylas irgendwo. Aber der Silberwald ist groß. Wir müssen jetzt rein theoretisch hier irgendwo hin. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ach da, genau. Schließt die Ödland-Herausforderung ab. Ich kann es kaum erwarten, wieder fischen zu gehen. Wir wollten eigentlich zum Sanktum zurück, ne? Das hatte ich gesagt. Um dort nach einem Dings zu schauen. Warte mal, ich schaue nochmal auf die Karte. Jetzt können wir da gerade zu Fuß hinlaufen. So weit ist es gar nicht. Oder unser Pferd ist so schnell. Das kann natürlich auch sein. Also es ist heute für mich irgendwie eine sehr, sehr abstrakte Folge. Sehr durcheinander. So richtig schön planlos. Aber ist egal, ist die letzte Folge. Dann machen wir eine Pause. Und dann schauen wir weiter. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier weitergehe, dann kommen wir doch direkt zum Sanktum, oder? Nee, dann laufe ich falsch. Das Sanktum da vorne. Man sieht es auch da im Schatten.
Dann gehen wir mal hier direkt durch. Das sind ja alles, müssen ja alles Low-Level-Gegner sein. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz. Da ist wieder das Gebäude mit diesem Strahl in den Himmel. Ist mir noch nie aufgefallen. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ziel. Ich habe das irgendwie diese Welt viel größer in Erinnerung. Ich dachte, wir reiten erst eine halbe Stunde. Hätte ich das vorhin schon gewusst, dann wären wir gar nicht geportet. Dann wären wir direkt dahin gelaufen. Aber okay. So, jetzt will ich gerade nochmal schauen, ob es hier in der Nähe vielleicht irgendwo was gibt. Guck mal, da kommen diese Dinger. Die poppen erst nach und nach auf. Das wird wahrscheinlich hier alles reingeladen gerade. Ich habe aktuell auch nur 20 Frames pro Sekunde oder 25. Auserwählter, ihr seht wie ein Corgi-Liebhaber aus. Kommt, ich muss euch etwas zeigen. Ein Corgi-Liebhaber, das sind diese kleinen Hündchen hier. Was willst du uns da zeigen? Nun, Auserwählter, sicherlich mögt ihr Hunde genauso gerne wie ich. Geht zur Bühne und ruft euren Begleiter Mut herbei, damit jeder einen Blick auf dieses Prachtexemplar werfen kann. Nehmt an der Hundeschau teil. Warte mal. Dann gehe ich mal gerade vom Pferd runter hier. Danke für das Angebot, aber ich beaufsichtige gerade die Schnitzeljagd. So, wir sind hier auf der Bühne. Und wir sollen unseren Begleiter Mut holen. Da ist er. Da sitzt er. Hey, bleib draußen. Warte mal, was steht denn da? Steht auf der Bühne im Rampenlicht und beschwört euren Corgi. Ja, was denn? Das ist hier die Bühne, ne? Oh, yes. Cool. Aha, okay. Diese Quest wäre abgeschlossen. Wir standen kurz im Rampenlicht. Sehr schön. Ja, eigentlich wollten wir gucken, ob es hier irgendwo so eine Werkbank gibt. Also keine Werkbank, eher in der Küche, um die Sandwiches herzustellen. Das sieht doch fast schon so aus hier, ne? Das ist auf jeden Fall hier... Das ist keine Werkbank, aber das ist schon mal Essen. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte es das im Sanktum hier auch geben. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Wir machen hier eine kleine Pause. Wir hatten jetzt nochmal eine etwas wilde Folge zum Schluss. Wir waren in vielen verschiedenen Orten, haben einen kurzen Blick in das Sommerfest rein, haben ein kurzes Blick in das Sommerfest geworfen. Und naja, es ist relativ klein, aber es gibt eine ganze Menge Aufgaben zu erledigen. Und die Schnitzeljagd, die hört sich echt interessant an. Aber wie gesagt, ich glaube, da brauchen wir einige Folgen dafür. Ich verabschiede mich von Rift. Wir sehen uns aber wieder und deshalb gibt es auch keine besondere Folge oder so, denn ich plane wiederzukommen. Entweder mit diesem Charakter oder mit einem neuen, wobei ich mir mit einem neuen Charakter noch überlegen soll, wie ich den innerhalb von kurzer Zeit auf Level 48 bringen soll. Aber mal gucken, es gibt bestimmt Mittel und Wege, das zu ermöglichen. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Bis dann.